Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier aus dem Winter-Europa-Park zum Winterzauber. Genau, und zwar werden wir uns heute mal das Thema Shows widmen. Wir werden uns heute mal die Shows widmen, die im Winterzauber laufen. Und ich würde sagen, wir starten mal, oder? Ja, wir wollen euch auf jeden Fall alle Shows zeigen, die es in der Winterzauberzeit hier im Europa-Park gibt. Wir befinden uns jetzt gerade hier in Italien und in Italien gibt es Snow Angels im Teatro. Das erste Mal in der Winterzeit läuft im Teatro eine Show. Normalerweise findet da ja immer die Dinner-Show statt und da geht es dann mal hinein. Ich bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. Teatro. Der Europapark präsentiert Ihnen in wenigen Minuten unsere Show Snow Angels. Lassen Sie sich verzaubern von tanzenden Geschenken, kochenden Jongleuren, faszinierender Sandmalerei, atemberaubender Luftakrobatik und vom Livegesang unserer engelsgleichen Sängerinnen. Um Ihr Verständnis, dass aus urheberrechtlichen Gründen Foto- und Videoaufnahmen nicht gestattet sind. Habt eine wunderschöne Weihnachtszeit! Happy Birthday! Wir kommen gerade aus Snow Angel hier aus dem Teatro hinaus und es ist das alles, was eine Wintershow braucht. Es ist Gesang, es ist Akrobatik, es gibt eine Sandmalerin und auch Jongleure sind am Start. Und mir hat die Show schon echt ziemlich gut gefallen. Es gab so eine Nummer, wo ich dachte so, ja, ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen mit dem Techno und dem Weihnachtsmann. Aber im Großen und Ganzen war es eine echt fantastische Show. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wann diese Show an eurem Besuchstag stattfindet, dann schaut einfach mal in der Europapark-App nach, da steht sie drinne. Und ich glaube, die Show dauert ja eine gute halbe Stunde. Wir haben heute den ersten Advent und das heißt, die erste Kerze leuchtet hier auf der Adventsstange. Und ja, für uns geht es jetzt direkt zur nächsten Show-Location. Man muss zum Theater nochmal sagen, dass die ja wirklich auch technisch sehr gut ausgestattet sind, das Theater. Und ja, wir dürfen euch von den Shows oder von den Indoor-Shows in den meisten Fällen keine Aufnahmen präsentieren. Wir finden es auch schade, dass wir keine Ausschnitte euch zeigen dürfen, aber so ist es, der Europapark möchte das nicht. Auch für die Kleinsten bietet der Europapark die ein oder andere Show. Wir sind hier gerade in Irland und hier findet eine Puppenshow statt, eine Weihnachtspuppenshow. Wir dürfen euch leider nichts zeigen aus urheberrechtlichen Gründen, aber vielleicht kann die Bibi mal ganz kurz, nur mal ganz kurz, komm, mal ein bisschen, hier. Da unten ist die Bühne, mitten in Irland. Also, wenn ihr Kinder habt, dann schaut doch hier mal vorbei. Wir kommen hier gerade aus der Puppenshow raus und ich finde es immer cool, dass der Europapark für die ganze Familie Shows anbietet und auch für die Erwachsenen ist die Show schon ziemlich lustig. Es sind richtige Marionetten und ich finde diesen Marionettenspieler, das sind zwei Spieler, sehr, sehr gut. Das ist auch der Spieler, den ihr eventuell aus dem Musical von Snorri kennt, aus dem Musical von Rolantica kennt. Und wenn ihr euch das fragt, wo ist denn diese Puppenshow? Hier in Irland, hier ist so ein Kinderbereich, der ist ziemlich groß. Viele kennen das gar nicht, ist schon ziemlich echt cool und da befindet sich auch das Puppenkindertheater. Huiuiuiui. Für die Showzeiten schaut einfach mal in die App nach, weil die variieren auch immer. Wir stehen jetzt vor dem Globe, wo Ogus und Eds Zauberwelt stattfindet. Eine Kinderzauberschau und die werden wir uns jetzt mal angucken. Das Theater befindet sich in England und hat mehrere Etagen, also ist eigentlich relativ hoch gebaut und man sitzt im Kreis. Gerade
von der Show und die ist für Kinder auf jeden Fall ganz süß gemacht. Ed und Edda spielen damit, wirklich ist auch dabei. Es wird zusammen gebacken und gezaubert. Das Publikum wird auch mit integriert. Auf jeden Fall fühlt man sich ganz gut unterhalten. Und es finden auch im Globe 2 Shows statt. Das heißt, was Weihnachten als Weihnachten verboten war, findet auch noch statt, auch dreimal. Beziehungsweise schaut euch da am besten auch nochmal in der App um, wann die in euren Tagen genau stattfindet. Und die werden wir uns natürlich auch später angucken. Aber wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Show. Wir stehen jetzt hier gerade bei der nächsten Show, die Zirkus Revue. Und das ist eine Show, die es auch nur in der Winterzeit gibt. Das ist das Gelände von Immer wieder Sonntags und da steht ein komplettes Zirkuszelt drauf. Und die Show werden wir uns das mal anschauen. Es ist auch die längste Show, die der Europapark hat. Eine gute Stunde dauert dieses Event. Oh yeah, baby. Willkommen zusammen. Hola, ja. Schau mal jetzt. Hui. Hey, Helikopter! Hui! Willkommen! Viel Spaß! Sieht das super beeindruckend aus und leider dürfen wir euch von der Show nichts zeigen. Bisschen schade, aber wir werden auf jeden Fall berichten. Comedy, es erwartet uns Show. Keine Tiere, ein Hund ist auf jeden Fall dabei, also keine Elefanten, keine großen Tiere. Auf jeden Fall wirklich super gelungen, ein Todesrad, oder wie heißt dieses große Riesen, diese zwei Räder da, wo die in die Luft, auf jeden Fall auch mit dabei, sehr, sehr spannend. Und ja, freut uns auf jeden Fall, also ich muss wirklich sagen, die Stunde ging super schnell vorbei, wir waren echt, ehrlich gesagt, abgeschreckt, boah, eine Stunde Zirkusshow, aber wir gingen wirklich schnell vorbei. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wieder für Alte und Jung was dabei. Lohnt sich. Die Zirkusrevue ist auf jeden Fall das Highlight hier in der Winterzeit im Europapark. Wenn ihr euch die Show anschauen wollt und ihr habt einen besonders vollen Tag, seid früh genug da, ungefähr eine halbe Stunde vorher, machen Sie Einlass. Gegenüber von der Zirkusrevue gibt es die Eisshow und da geht's jetzt hin. Wir gehen jetzt zur Eisshow, die heißt Surprise with the Christmas Dream und die ist relativ, also die ist neu und wir sind mal gespannt, was uns da Weihnachtliches auf dem Eis erwartet. So, wir sitzen jetzt hier in der Eisshow im Europapark und man kann den ganzen Tag auch mit Show schauen im Europapark verbringen. Auch hier dürfen wir euch leider keine richtigen Ausschnitte der Show zeigen. Vielleicht den Applaus und ja, wir schauen uns jetzt erstmal die Eisshow an. Die Darsteller von The Christmas Dream waren die Schlittschuhläufer des Europaparks. Was erwartet euch dieses Jahr bei der Winter-Eisshow im Europapark? Auf jeden Fall sehr viel Weihnachtsmusik, eine wunderschöne Show hat der Europapark auf die Beine gestellt. Ed und Edda sind ziemlich verschlafen und es gibt eine kleine Hommage an den Franz Mack. Schaut unbedingt vorbei, wir waren echt überzeugt von der Eisshow, hat richtig Spaß gemacht, die Unterhaltung war auf jeden Fall da. Und ja, jetzt geht's direkt zur nächsten Show. Wir stehen jetzt hier wieder vor dem Globe. Im Globe finden genau zwei Shows sogar statt, zwei verschiedene Shows. Und wir schauen uns jetzt die Show an, als Weihnachten verboten wurde. Das ist ein Musical für die ganze Familie und da geht's jetzt hinein.
Show angeschaut und es geht eigentlich darum, dass eine Königin Weihnachten verboten hat und der Prinz wieder versucht, das gerade zu biegen. Das bedeutet, die Krone hat was damit zu tun, er lernt noch ein Mädchen kennen und der Hofner ist übrigens auch eigentlich ganz witzig. Die Show an sich hat mir persönlich oder uns persönlich nicht so besonders gut gefallen. Er hat irgendwie dieses Emotionale gefehlt. Es muss ja nicht immer Bam-Action haben, aber irgendwie hat mich persönlich das jetzt so nicht wirklich berührt. Aber an sich die Idee hinter der Story ist ganz cool. Aber da könnte noch so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt werden. Jetzt kommen wir zum besten Teil. Wir lassen das Urheberrecht einfach mal links liegen. Und fangen an mit den Outdoor-Shows. Da dürfen wir euch was zeigen und wir stehen jetzt hier gerade mitten in Frankreich. Und in Frankreich steht nicht nur der Concon-Coaster, der Concon-Coaster hat eine riesengroße Kugel und die eignet sich doch perfekt für eine Mapping-Show und die schauen wir uns jetzt an. Alle halbe Stunde und es ist der ganze Bereich mit einbezogen, das heißt die Wasserfontänen, die Tannenbäume können einzeln mit bewegt werden und die Lichteffekte sind auch da, also es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu erhaschen. Wir stehen hier schon direkt an der nächsten Outdoor-Show, Ed und Eddas Winterzauber und die findet hier gegenüber vom Seehaus-Restaurant statt, auf diesem großen See. Da wird es ein Feuerwerk erwarten, spektakuläre Fontänen und das schauen wir uns jetzt mal an. Kinder, der Europapark präsentiert Ihnen in wenigen Minuten die Show Ed und Ellas Winterzauber. Wie willst du den Winterzauber dann erkennen, wenn du nicht einmal weißt, wie er aussieht? Jetzt komm schon, wir werden ihn schon erkennen. Wunderschön. Immer sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein Highlight des Abends mit dem Feuerwerk, mit der Lichtershow und die kleine Story auch dahinter. Also Ed und Edda suchen den Winterzauber und ob sie den finden, wird ihr auf jeden Fall in der Show sehen. Es lohnt sich definitiv. Zweimal läuft die am Abend. Der letzte Showblock ist die Parade. Hier auf dem Luxemburger Platz findet die Winter Starlight Parade statt. Hier kommt sie vorbei und ob dieser Tannenbaum gleich erleuchtet, das werden wir sehen. Die Parade findet jeden Tag um 18.30 Uhr statt.
Weihnachtsbaum leuchtet hell nach der Parade, heller als Ed hinter uns, aber nach Ed und Eddas Winterzauber lohnt es definitiv direkt zur Parade zu gehen und sich das anzuschauen, auch die Musik. Man kann schon mitsingen, einfach nur schön. Das waren alle Wintershows hier aus dem Europapark und es war schon richtig cool. Man kann den ganzen Tag hier mit Shows verbringen, wenn ihr das möchtet. Wichtig ist einfach nur, dass ihr euch nochmal ganz kurz vor eurem Besuchstag informiert oder während eurem Besuchstag informiert, wie die Showzeiten wirklich zu eurem Besuch sind. Die können da logisch immer variieren. Uns hat die Eisshow und die Zirkusrevue am besten gefallen. Was für eine Show mochtet ihr am liebsten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Henne. Tschüss.